Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Warhammer 2 mit Grom dem Dicken. Ja, wir haben hier mal wieder Migrationsentscheidungen und ich mache die Migration, ich will natürlich mehr Wachstum erzeugen. Und jetzt gucken wir gerade eben mal, jetzt können wir endlich in Charakzorn auf die höchste Stufe hoch. Das ist sehr gut, das heißt wir können jetzt das hier abreißen und das hier abreißen. Kasabar hat schon wieder eine Rebellion. Oh Gott, ey, das hört aber auch echt nie auf. Ich möchte jetzt aber auch hier diese Elfen wegboxen, wenn ich darf. Komme ich da eigentlich ran oder ist das ganz knapp nicht möglich? Ich komme da ran. Okay. Ich habe vor, das jetzt hier natürlich zu kombinieren mit meinen beiden Armeen. Und die sind eher im Marschmodus, haben also keine Chance. Und werden von uns jetzt hier einfach... Ja, also theoretisch könnte ich sie jetzt einfach festspannen, aber... Ich bin am überlegen, ob das so eine gute Idee ist. Wobei, sie haben fast keine Fernkämpfer. Eigentlich durfte da nicht viel passieren. Es ist nicht viel passiert, sehr gut. So, das bringt uns jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar... Goldmünzen, okay. Und das Schwert der Macht... 5% hier davon, nochmal ein Level Up, das ist gut. Njam, njam, njam. Das ist halt echt fragwürdig, ne? Wie wir halt Elfen fressen. Jetzt haben wir immerhin schon mal den Bonus jetzt hier gegen Hochelfen. Das ist schon mal gut. Und die Fernharvest, interessanter Name, ist von uns gegangen. So. Jetzt kommen die Gobbos bald hier in den Genuss von Riesenspinnen. Noch leider noch nicht. Aber sehr, sehr bald. Noch mehr schmutziger Nahkämpfer. Welches Level braucht man eigentlich dafür? 16. Das geht eigentlich. Das ist gar nicht so schlimm. Ich finde es halt echt schade, dass man hier nicht irgendwie noch mehr Bonus für die Spinnlinge bekommt. Ja gut, ich mache jetzt erstmal hier die Reiters durch, ne, damit die hier noch schneller werden. Hat da, ist da überhaupt was passiert bei 96? Ich bin mir da gerade eben ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob da gerade eben wirklich was passiert ist oder nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich würde es eigentlich ehrlich gesagt erwarten, weil ansonsten gibt es ja eigentlich keine Boni für die Spinnen jetzt explizit. Okay, ich kann jetzt hier immer noch einen Bonus auf die magischen Gegenstände geben. Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen und Einkommen Beute nach der Schlacht. Immer her damit. Können wir definitiv brauchen. Ist das hier eigentlich jetzt schon das Gebiet hier? Nee, das ist ein Numas. Jetzt möchte ich halt so schnell wie möglich darüber. Ja, da müssen wir jetzt dahin. Und wir müssen, ich möchte hier in Reichweite bleiben, dahin, damit wir denen jetzt hier Stress machen können. Das ist gut, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt hier nacheinander dran ist, aber Camry hält auf jeden Fall noch 5 Turns aus. Hat eine okay Verteidigung, die Angreifer sind, ja, unterschiedlich aufgebaut, habe ich so das Gefühl. Und das hier muss ich jetzt halt irgendwie selbst verteidigen. Sag ich jetzt mal, ne? Ich kann jetzt den ja momentan leider nicht irgendwo dahin bringen und einsetzen. Wobei können schon. Aber die Frage ist, was es bringt. Sieht es ja hier mit öffentlichen Ordnung aus. Ne, ne, er bleibt schon mal hier sitzen. Das ist eigentlich okay. Halt bitte mal. Ach komm, ey, darf ich jetzt endlich mal. Ja, Kasabar würde ich schon gerne ausbauen. Warten wir mal auf den nächsten Turn. Ivres ist jetzt auf jeden Fall schon mal dran, ne? Tut jetzt hier Dinge. Es ist halt die Frage, was Khemri tut. Khemri attackiert jetzt hier Khemri. Jetzt müssen wir halt versuchen, den Kram jetzt hier irgendwie zu verteidigen. Es wäre echt ätzend, das jetzt hier alles wieder machen zu müssen. Sie haben halt hauptsächlich Skelette. Sie haben 2 Skorpione. Also es sind jetzt nicht gerade die schlimmsten Gegner. Aber was hat das schon zu bedeuten? Da kommen hier die Skelettkrieger mit dem Kram.
Ja, die Biggins packe ich jetzt ohne Witz direkt dahin. Wir haben auf jeden Fall genügend Nahkampf. Das ist schon mal gut. Die Arrow Boys packe ich jetzt mal komplett dahin, weitgehend, ne? Ich möchte die hier einfach wegschießen, so gut es geht. Wenn wir auf dieser Seite gewinnen, bin ich schon mal glücklich. Dann kann ich... Warte mal, was haben wir denn da draußen? Da sind keine Reiter. Doch, der Boss ist ein Reiter, aber alle anderen sind keine Reiter. Okay, dann mache ich daraus jetzt hier meine Nummer 1. Mit denen habe ich nämlich dann vor, rauszugehen. Und ihr Jungs, geht da hoch. Dann kommen hier die Biggins dahin. Oder ne, warte mal, mache ich die noch dahin. Dann kommen hier noch die Biggins hin, weil ich glaube, da kommen die Dudes hier an. Ihr geht da noch hin. Und dann packe ich hier noch eine Truppe hin, nur für den Notfall. Du bleibst hier so als Support. Und du bleibst hier so als mögliche, naja, notwendige Verteidigungslinie. Go. Angeblich haben wir keine Chance. Ich hoffe mal, dass das nicht stimmt. Das Problem ist halt, wir haben die Orks bis jetzt kaum verbessert, ne? Das könnte uns jetzt hier momentan so ein bisschen auf die Füße fallen. Kommt raus, ihr alten Spinnen, ey. Boah, ich möchte auf jeden Fall die Gruftwache angreifen. Wenn möglich. Das Ding hat ja schon ordentlich eine abbekommen, wie ich gerade eben sehe. Baller du mal schön da weiter drauf. 63%, 66%. Es wird aber trotzdem nicht reichen, das zu zerstören. Ja, du machst wie gesagt hier weiter. Hier geht es hier wieder auf die Defensive. Jetzt wird hier geschossen. Genau das will ich hier haben. So hat jeder hier seine Aufgabe. Mhm. Ja, hier dürfen die ruhig hochklettern. Das sollen sie ruhig machen. Der versucht uns jetzt hier zu kriegen. Aber er schießt weiter auf die einfach jetzt hier drauf. Okay, die werden jetzt hier gar nicht mehr benötigt. Das kann ich sie da hinstellen. So, läuft auf jeden Fall ganz gut. Jetzt gibt es hier schon den ersten Nahkampf. Da können wir schon mal mitmachen. Und damit bauen uns jetzt hier auch schon die ersten Warpunkte auf. Oh, sie sind drin. Die sind drin. So, das Ding hier brauche ich auch nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Ich kann euch jetzt hier hinpacken. Der greift hier das Ding hier an. Ach, du ahnst es nicht. Okay, ihr knüppelt die da, ihr knüppelt die da. Euch will ich hier noch haben. Jetzt wird es so langsam aber sicher mal Zeit, dass hier mal ein War losgeht. Ich finde, dass das hier aufgebrochen wird. Was hat die denn jetzt hier gekillt? Ich bin gerade irritiert, ob dessen, was hier passiert. War. Ich habe keine Ahnung, warum die da nicht hinlaufen. Ich habe das Gefühl, die buggen fest. Diese Einheit hier buggt, Leute. Ja, wir haben eine buggende Einheit. Das ist ja genau das, was ich jetzt... Ach nee, die kämpfen da. Okay. Teilweise kämpfen sie. Interessant. Der buggt da auch rum, kann das sein? Komm, baller drauf. Ach, du ahnst es nicht, sie sind schon durch. Eieiei. Ja komm, dann geht mal die auf die Skelettbogenschützen da los. Es sind halt auch echt viele, ne?
Ja, wir werden die Stadt auf jeden Fall verlieren. Zu wenig Boni, zu wenig gute Einheiten. Und auch zu wenig Motivation meiner Einheiten, auch mal auf die Gegner zu schießen. Und die machen halt gar nichts hier, wie ihr seht. Boah, ey, also ohne Witz, die versagen an diesen Speerträgern hier gerade eben. Und sie nehmen jetzt hier das Zentrum ein. Ja, dagegen muss ich jetzt natürlich was tun. Hallo, Green Tide, greif mal hier an. Hallo? Green Tide. Nee. Also ohne Witz, die buggen, Leute. Guck mal, ich kann die nicht hier irgendwas angreifen lassen. Und ich weiß nicht warum. Die machen nichts. Jetzt kann ich sie auf einmal bewegen, aber sie können. Nee, ich kann sie nicht bewegen. Keine Ahnung, was hier abgeht. Geil ist es nicht. Nee, wir haben ja noch mehr Bugs, Leute. Wir haben ja definitiv noch mehr Bugs. Also ich habe hier gerade ein paar Mauerbugs. Das ist jetzt gerade eben äußerst fragwürdig. Und ich weiß nicht warum. Ihr müsst da noch mit ran. Ja, wir haben halt keine Chance gegen diese Mistviecher. Bewegt ihr euch jetzt bitte endlich mal? Ich kann sie hier nicht mehr irgendwie hinstellen. Seht ihr das? Also es geht gar nicht. Ich weiß nicht warum. Und die ja auch nicht. Lol. Einfach mal nur lol. Ja, unter den Umständen ist natürlich ein normales Kämpfen nicht möglich. Wenn meine Einheiten hier rumbaggen. Ich spiele halt immer noch mit der Presseversion, ne? Vielleicht liegt das daran. Aber eigentlich sollte das. Ihr seht, normalerweise müsste ich jetzt hier ein Out, also eine Anzeige bekommen, wo die sich hinstellen, aber das tun sie nicht. Nur wenn ich hier unten ziehe und hier passiert gar nichts. Nee, da passiert nichts. Ist relativ sinnlos. Kann ich die Niederlage auch zugeben und uns Zeit sparen. Und das gilt jetzt als mannhafte Niederlage. Was ist denn das für ein Witz? Ja, okay, ich habe ehrlich gesagt eine Menge von ihnen ausgeschaltet. Und ich hätte sogar noch mehr von ihnen ausgeschaltet, liebes Spiel, wenn ich meine Einheiten hätte steuern dürfen. Seufzt. Eieieiei. Jetzt hat er Khemri wieder eingenommen, ey. Der alte Nervkeks. Er hat Katar wieder eingenommen. Der alte Nervkeks. Okay. Jetzt kommt die große Preisfrage. Ja, ich nehme jetzt hier natürlich wieder das Ding hier einfach wieder ein. Noch mehr Nahkampfangriff. Das ist halt gerade eben jetzt halt wirklich schrecklich, ne? Und der ist jetzt halt gleich hier nochmal mit einer Armee jetzt hier einfach mal. Das ist gemein mit der KI, ne? Der hat es in diesem Turn erobert. Hat danach eine Armee aufgestellt und hat sofort die Einheiten. Das ist die KI. Das ist halt unfassbar. Na gut, versuchen wir unser Glück. Vielleicht wird es ja halb so schlimm. Vielleicht wird es halb so schlimm. Wenn es schlimm wird, müssen wir uns was einfallen lassen. Okay, also wir haben eigentlich jetzt schon eine extrem gute Chance, das jetzt hier relativ gut zu gewinnen. Ich pack die jetzt hier gleich schon mal nach vorne. Die lasse ich dann auch dann gleich hart angreifen. Da kenne ich nichts. Ihr geht hier direkt dann aufs Tor zu, wie immer. Und ihr wartet erstmal da hinten. Ich würde mal sagen, ihr begleitet das hier sogar.
Aufstellung starten. Attacke vor. Oh, das Tor ist ja noch offen. Das Tor ist noch offen? LOL! Stimmt. Macht ja auch irgendwo Sinn. Okay, ihr kommt jetzt hier so schnell wie möglich her. Die Spinnenbogenschützen kommen so schnell wie möglich hier zu Nummer 5 her. Die anderen können hier durch die Mauer durch als Nummer 6. Die Arachnarok-Spinnen gehen auch einfach mal da so rein. Und die kleinen Spinnlinge bewege ich auch mal darin. Die können nicht die Mauern hochklettern, aber das macht nichts. Ich lasse sie einfach das jetzt hier angreifen. Als Nummer 7. Du bist jetzt hier auch nochmal Teil von Nummer 5. Kommst wie gesagt daher. Ihr ballert jetzt hier einfach mal den hier eine von Latz. So. Dann mit den Trollen jetzt hier einfach mal rein in die gute Stube. Und auch mit den Kurbelwagen. Und auch mit ihm hier. So, mal ein paar dicke Buffs jetzt hier mal rausgeschmissen. Wir attackieren die jetzt hier. Ich mache jetzt hier das dahin. Ja, nee, ist klar. Das große Tier kommt da auch noch hin. Und ich reduziere jetzt mal die Führerschaft der gesamten gegnerischen Einheiten, so gut ich kann. Attacke. Du machst jetzt das an. Die Roffel stoppen wir jetzt hier hoffentlich schon mal drüber. So gut wir können. Noch mehr Spinnlinge bitte her. So, lala. Da kann ich nochmal... Halt. Das hier aktivieren. Der War ist halt immer noch nicht an. Wir haben immer noch zu wenig Einheiten. In Nahkampfkontakt. Ah, ist aber ein sehr, sehr kleiner Heilungsbuff, wie wir gerade eben sehen. Von der Area her sehr, sehr klein. Wo sind eigentlich die Nahkampfangriffsspinnen hier? Da sind sie. Kommt mal da rein. So, kann ich jetzt? Nee, das bringt mir nichts. Wow! Den wollte ich hier raus. Die wollte ich jetzt hier reinschicken zum Angreifen. Da sind diese dämlichen Mistviecher. So, bringt das jetzt hier endlich mal fertig anzugreifen. Ach komm, ist halt eine Myriade Speerträger, wisst ihr. Muss ja unbedingt sein, dass da Speerträger sind. Die plöppen jetzt hier gerade eben schon. Mach ich mit den Fernkämpfern hier, ich weiß es nicht. Ihr greift damit an. Ihr greift damit an. Ich roll jetzt einfach drüber. Angreifen, angreifen. Ihr greift da noch mit oben an. Könnte sie nochmal eine Heilung sprechen? Bumm. Das ist ziemlich geil. Immer die Trolle hier wieder rein. So, und jetzt versuche ich die da anzugreifen. Mit euch komme ich jetzt hier rein. Und könnt ihr ein bisschen schießen. Euch hole ich jetzt auch mal auf die Mauern. Weil ich das für sinnvoll halte. So, schöne Attacken in die Flanken.
Die brauchen jetzt auch ein bisschen Besuch. Ich glaube, ich schicke die gesamte 7er Truppe hier sogar drauf. Und er schießt jetzt auf die da. Wird Zeit für einen weiteren War, würde ich sagen, oder? Attacke. Beendet es. Klar, der schießt da durch. Ist klar. Oh, die große Spinne bekommt ordentlich auf die Fresse. Wie uncool. Wie äußerst uncool. Fallt ihr mir mal wieder raus. So, habt ihr das jetzt hier mal in den Griff bekommen? Da sind noch mal ein paar große, hässliche Viecher. Ihr macht es das dann noch kaputt. Aktiviert mal bei den allen ja nochmal ihre Fähigkeit. Ich glaube, das ist gerade eben überall angebracht, wo die sind. So, ihr fightet gegen die da. Die Spinne hat sich wieder gekriegt. Könnt jetzt wieder das da angreifen, alle zusammen. Ihr greift das jetzt hier nochmal an. Sag mal, warum sind die überhaupt noch da, diese ollen Speerträger? So, jetzt sind die endlich weggeplöppt, wie man hier sieht. Und wir greifen es da noch mit an. So, das ist auch gewonnen. Jetzt gehen wir da noch ran. Kann ich ja nicht irgendwo noch mal einen recht fiesen Zauber sprechen? Ich glaube, es gibt einfach nicht mehr genügend Gegner, um das zu tun. Ja, vielleicht den Gruftprinzen hier noch mal ein bisschen damit belästigen, ne? Der bekommt dadurch echt fett Schaden. Ja, der ist down. Jetzt können wir da reingehen. So, hier sind welche am Fliehen. Das versuche ich jetzt hier von hinten anzugreifen. Meine Bogner sind am Start. Die kann ich jetzt da einstellen. Sage ihnen, sie sollen nicht zurückweichen. Wir werden jetzt hier von mehreren Seiten attackiert. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die herkommen. Komm. Nur ein paar Spinnies her. Und ein paar Spinnies her. Hauptsache, der Feind ist abgelenkt. Und schwer unter Stress. So, du kämpfst jetzt hier tatsächlich gegen irgendeinen Helden, habe ich so das Gefühl. Du greifst da noch mit ein, weil sie soll da nicht kämpfen. Gehst da noch hin zum Ballern. Interessanterweise kann ich dieses Mal die Mauer benutzen. Attacke. Und das ist jetzt hier auch bezwungen. Jetzt greifen wir da an und Grom macht jetzt den Typen da fertig. Hat es nicht so viel gemacht, wie ich gedacht habe. Komm, jetzt charge doch den Gruftkönig da an. Setra, komm. Setra, na, wie fühlt sich das an, seine eigene Medizin zu schmecken? Er hat aber gar keinen Schaden gekriegt, bin ich ehrlich gesagt gerade immer überrascht. Rein mit dem Streitwagen in die Speerträger, komm. Zack. Na also. Was macht ihr mit denn da mit denen hier? Ah, okay. Ihr killt sie gerade noch. Was ist mit ihr? Sie ist immer noch hier mit dem Gruftprinzen beschäftigt. Und organisiert sich nochmal ein bisschen mehr Energie. Also es ist ein unfassbares Chaos. Sondergleichen. Aber die Schlacht neigt sich jetzt hier endgültig dem Ende. Na also, wir haben's. Sie sind alle weggeploppt. Eieiei, immerhin haben wir jetzt nochmal Setra besiegt. Hallo Spiel? Spiel?
Ach, der war noch da. Alles klar. So, er war noch da. Das muss man natürlich wissen. So, und jetzt haben wir immer noch dieses olle Problem mit den Hochelfen direkt neben uns. Das gehört jetzt natürlich zu den eher wenigen coolen Dingen. Aber guck mal, die haben ordentlich gerockt, die Jungs. Muss man sagen. Ja, die Spinnen habe ich halt sinnlos im Nahkampf eingesetzt, zugegebenermaßen. Aber was hätte ich in der Situation tun sollen, ne? Ich werde es hier plündern und besetzen. Ich brauche die Verlustversteigerungsrate. So. Er ist jetzt hier. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier einfach das da anmache. Und rausgehe und dasselbe hier mache, einfach um so viel wie möglich zu regenerieren. Denn ich kann die Bude eh nicht halten. Wenn sie jetzt der Meinung sind, sie greifen an. Ich reiche das jetzt hier ein. Repariere das hier und sage, komm, bau das Gold wieder. Warte mal, habe ich jetzt schon Truppen drin? Ich habe schon Truppen drin. Das heißt, also, sie können es nicht einfach so angreifen. Es lohnt sich also für mich doch darüber nachzudenken, hier also Dinge reinzubauen. Ja, dann bauen wir das Gold, lassen wir das, wir reparieren das hier einfach nur und bauen das dann noch rein. Ja, das Doofe an der ganzen Sache ist jetzt halt echt, dass ich ihn mir eigentlich gerade eben mal wieder gar nicht leisten kann. Tschüss. Okay, er hat fast nichts ausgemacht. Halt mir fest, er hat fast nichts ausgemacht. Er hat keine Relevanz gehabt für das da. Ja, dann baue ich noch das da. Nee, kann ich nicht, dann bin ich ja pleite. Shit. Okay. Ich baue keine Dinge, die teuer sind. Halten wir das mal fest. Situation bleibt schlecht. Aber wir kommen auf unseren Wall langsam aber sicher wieder zu. Und wir haben bei Grom nochmal einen Level Up. So, wir haben jetzt alle coolen Fähigkeiten, die er braucht. Ich will noch überlegen, ob ich die Kurbelwagen noch weiter verbessern soll. Geschossstärke für Geschoss, Kavallerie und Streitwagen. Ja, also die Rüstung für die Kurbelwagen, muss ich ganz ehrlich sagen, also das holt mich jetzt hier gerade eben echt nicht ab. Nee, ich gebe ihm jetzt mal Klingenmeister. Er soll mehr im Nahkampf reißen. Und damit, liebe Freunde, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Die Hochelfen verziehen sich. Und das Leben wird schlimmer, bevor es besser wird. Okay. Macht's gut. Es ist ein Gefühl, dass das ist Total War, wenn es so weitergeht. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.